So soll es sein. Ja. Angriff! Wir geben aktuell ein bisschen weniger Rücksicht auf Verluste. Dafür experimentieren wir halt ein bisschen damit, wie oder welche Taktik man anwenden kann, um ein bisschen abwechslungsreichere Kämpfe zu machen. Ansonsten haben wir halt das Übliche, wir bilden uns einen Haufen Fernkämpfer aus und schießen den Gegner weg, bevor er was machen kann. Seid unbesorgt. Stopp! In Ordnung. Aber gern. Und wann immer man keinen Wert darauf legt, die ganze Armee ständig zu verlieren, ist es auch wahrscheinlich der beste Weg. Unterschätzt mich nicht! Ein Held. Gute Nachricht, war kann gleich wieder buffen. Ja, Bros macht die Leute schon ein bisschen schwächer. Ihr könnt nicht. Bark drückt den Buff raus, Marie. Und löschen. Apfel, mein schönes Kind. Es beginnt zu regnen. Auf in den Kampf! Es ist Zahltag. Stopp! Wir kümmern uns darum. Ja, ran. So. Seht doch! Das sind die armen Seelen, die von den Sklaven hier gefangen genommen wurden. Wahrscheinlich sollten sie demnächst an den Meistbietenden verkauft werden. Scheinbar haben sie sogar einen Erfinder versklavt. Der Typ hat mir damals ziemliche Kopfschmerzen bereitet. Vielleicht kann er das diesmal unseren Gelehrten antun. Sie dürfen nicht mehr länger eingepfercht wie Tiere hinter den Palisaden hausen. Wir sollten sie schleunigst aus ihrem Gefängnis befreien. Befreit alle Sklaven, sprecht mit Leonardo. Natürlich. Weil wir die Guten sind. Wird gemacht. Ja! Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen. Da gibt's noch einen einzigen Ort, an dem ich paranoid sein kann, also... Dach, Chef. Kaserne und Stall nach hier unten hin, würde ich schätzen. Ist in Ordnung, wenn's denn sein. Denn unsere Armee hat natürlich geblutet bei der ganzen Aktion. Wie ihr befehlt, kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Ich schätze, das ist aktuell unvermeidbar. Ja. Ihr habt einige Sklaven natürlich befreit. Gib mir ja Münzen. Oh ja, Taler. Seht doch. 2500 eine Eisen, 2500 Schwefel. Oh ja, das ist gut. Die Sonne das ist der Stuff. Zurück. Ihr habt 5000 Leben, rennt sie durch die Palisade durch. Der Tag, welch 5000 Eisen. Ihr habt 2500 Taler, 2500 Schwefel. Ja, mein Herr, in Ordnung. Jederzeit. Natürlich. Das kann übrigens weichen. Würde ich schätzen. Natürlich, jawohl. Ebenso wie diese Türme für den Moment. Natürlich. Seht durch mein Fernglas. Ich zeige euch den Weg. Seht durch mein Fernglas. Gruppe 9. Kommt ja nicht auf die Idee, die kommt schon mal hier hoch. Ich denke, wir haben bald Arbeit zu erledigen. Einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Es sieht aus, als gäbe es hier bald ein paar Brücken, die zu bauen sind. Lichtung. Und habe Holz gefällt. Wenn wir den Architekten nach hier hinsetzen, müsste in der Lage sein, beide Brücken zu machen. Vielleicht sogar auch die Brücke hier mitzunehmen. Einfach so als Freebie. Also setzen wir ihn nach hier hin. Dann kann er definitiv alle drei, glaube ich, erwischen. Wird erledigt. Wird erledigt. Selbstverständlich. Es ist Zahltag. So. Ich bin fertig hier. Oh, wir können es einfach so setzen. Keinen Grund, hier unten was hinzusetzen. So soll es sein. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Wie soll ich mich konzentrieren, so, wenn eins, ihr mich 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2 brauchen wir noch. Eine eurer Steinbrüche ist erschöpft. Gruppe 2. Unmöglich. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Jawohl. Dafür so, sind 3, wir genau die richtigen. 6, 8, 4 brauchen wir.
1. Okay, Leonardo. Jawohl. Jupp. Jawohl, ja. Ihr habt mich aus den Händen dieser furchtbaren Kerle befreit. Dafür danke ich euch. Ihr könnt nicht vorstellen, was ich für schreckliche Dinge für sie bauen sollte. Aber jetzt habe ich es ja überstanden. Werdet ihr mir eure Dienste anbieten? Meine Gelehrten könnten etwas Inspiration vertragen. Wir werden eure Mühen auch entlohnen. Ich danke euch für das Angebot. Ja, das Wissen zu mehren ist meine Berufung. Mit Freunden werde ich euch meine Erfindungen zum Kauf anbieten. Dieser Ort erscheint mir geeignet, um eine Siedlung für meinen Stamm aufzubauen. Den Siedlungsplatz hinter mir sollten wir als erstes besetzen. Wollt ihr mir dabei helfen? Natürlich, ich hatte es versprochen. Vernachlässigt nicht aber nicht die Verteidigung. Wenn die Barbaren sich nicht verteidigen können, werden irgendwann andere kommen und diesen Landstrich beanspruchen. Das ist ein kluger Einwand, Mary. Ich hätte dies als nächstes vorgeschlagen. Sobald das Dorfzentrum errichtet ist, sollte die Brücke gesichert werden. Außerdem brauchen wir Stätten, an denen sich meine Barbaren im Kampf üben können. Kein Problem. Ich werde mich alsbald darum kümmern, mein alter Verbündeter. Direkt an der Brücke ist ein guter Platz für eine Kaserne. Und eine gute Stelle für einen Schießplatz finden wir auch noch. Ein Dorfzentrum. Schützt die Brücke mit 3 Ballistatürmen. Errichtet eine Garnison in der Nähe der Brücke. Errichtet eine Schießanlage im Schatten der Burg. Jetzt traue ich unseren Freunden nicht. Ja, in Ordnung. Ja, sofort. Jetzt vertraue ich unseren Freunden irgendwie nicht. Ich habe das Gefühl, nutzen uns eiskalt aus. Ja, in Ordnung. Sofort, wie ihr wollt. Sofort. Siedler zu spielen hat erschreckend viel Schreckliches mit meiner Fähigkeit, Menschen zu vertrauen, getan. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ein Brückenarchitekt beginnt mit der Arbeit. Mehr Siedler können nicht aus dem Dorfzentrum kommen. Es ist kein Platz mehr vorhanden. Wie? Achtung! Wir waren uns auf 9 Trupps hochgegangen, nicht wahr? Na gut. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Ihr seid ja hier, ihr habt was zu tun. Eigentlich sollte ich gar nicht. Leonardo, wir kaufen mal ein bisschen bei dir ein. Dass hier eine Verwechslung vorliegt. Gib uns Buchdruck, sofort. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Eine neue Technologie ist erforscht. Ganz schön teuer. Die Sonne kehrt. Aber mit Hilfe vom Buchdruck kommen wir weiter. Es wird Sommer. Denn jetzt gibt es das und das. Über das Wissen über eine neue Technologie. Und wir entlassen die jüngsten 3 Trupps, aber das elaborieren noch mal ganz kurz. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dorfzentrum kriegen wir noch nicht. Ich kümmere mich darum. Strategien und Chemie. Nichts lieber. Bau das Dorfzentrum dahin. Die Architekten bauen schon die ganzen Brücken hier auf. Steuern und Sold werden gezahlt. Dann haben wir gleich Zugriff auf die Kathedrale. Ach ja, das können wir auch ausbauen. Für die Ernährung unserer Bevölkerung. Hier kommt ein großes Wohnhaus rein. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ihr verfügt nun über das Wissen hoch über damit, eine neue Technologie. Hoch damit. Das Gebäude ist nun aus. Ehe man sich versieht, müssten wir weniger pleite gehen. Das Gebäude ist aus. So zumindest die Eure Theorie. Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Okay, das Dorfzentrum hat er uns direkt genommen. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Wie ist das Erste, was wir für die Barbaren nehmen müssen? Wir stellen die Ballistatürme so hin, dass sie nicht zu gefährlich für Natürlich. Uns sind, indem wir sie nämlich direkt hier an die Brücke kleben. Natürlich. So kann man die sofort loswerden, falls die Barbaren sie doch gegen uns wenden. Tut mir leid, aber gebranntes Kind und so. Sicher. Fertig. Ist in Ordnung. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt.
Richtig. Wird erledigt. Kaserne nach dahin. Da soll der Schießplatz hin. Interessant. Es regnet. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Das können wir richtig durchforschen. Ja. Hier, gib uns die Strategie. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Jetzt können wir auch den gezogenen Lauf noch erstmal erforschen. Wir können unsere Reiter aufwerten. Das ist, worauf ich gewartet habe. Seid gesegnet. Ist in Ordnung. Ausbau abgeschlossen. Bevor wir irgendwas anderes machen, sollten wir die Brücken bauen. Im Leben nicht. Seht nur, es klart auf und wird wieder warm. Ihr beiden könnt ja schon mal die Brücke da drüben bauen. Jupp. Fertig. Ist in Ordnung. Wünsche 5. Zahltag. Ja. Interessante Felsen hier. Sofort. Viele Minen, die man freisprengen muss. Wenn's denn sein muss. So, die Architekten laufen latschen hoffentlich soweit. Wie es ihr Job ist. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Ich hab getan, was ihr wolltet. Jupp. Die Architekten sind voller Abschaum, der nicht tut, was er zu tun hat. Nun gut, dann geht einmal nach hier hin. Werdet ihr halt verschoben. Eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ich kann mir vorstellen, dass die Minen verschlossen sind, weil wir sie für die Barbaren beanspruchen müssen. Schaut in die Ferne. Seht her. Aber sicher doch. Damit wir nicht schon vorher leer geschöpft kriegen. Was ihr wolltet. Ein Brückenarchitekt beginnt mit der Arbeit. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben... Ihr zieht uns das letzte Hemd aus. Das lassen wir uns nicht lange gefallen. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ich zeige euch den Weg. Seht durch mein Fernglas. Sie an, eure alte Arbeiter Minen. Bezahlen ihre Steuern. Ausbau so, der Spaß wird uns abgenommen. Kommt ja nicht auf die Idee, dich mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Leonardo, ich war gestern nämlich verkauf uns den, die letzte Technologie. Aber jetzt können wir auch Kanonen kriegen. Das ist Wucher. Oh, wir haben vergessen, das Wohnhaus zu... Ihr habt eine neue Technologie wir haben das Wohnhaus zwar gebaut, aber nicht richtig. Mal einen anderen belästigen mit das so rummachen. Ihr werdet wahrscheinlich sowieso bald weichen müssen, sobald die ganzen Brücken stehen. Natürlich, für euch doch immer. Seht durch mein Fernglas. Seht durch mein Fernglas. So. Fertig, Meister. So, und jetzt könnt ihr da oben bauen gehen. Es ist Zahltag. Wie ihr wollt. Ja. Gruppe 0. Ihr habt sonst nichts zu tun. Wie ist, wenn ihr das kurz mal reparieren geht? Eigentlich seid gesegnet. Wir können jetzt auch Uhren bauen. Oh, wag du, was nicht, worauf du dich eingelassen hast. Ich bin übrigens der Ansicht, dass du definitiv etwas Verziehung brauchen solltest. Wixhelf, wir bauen aus. Ich gehe nicht davon aus, dass Wag sich denkt, ich habe das Militärgebäude, ich fange sofort einen Krieg an. Wahrscheinlich nicht. Kein Problem. Ich gehe jetzt auch nicht zu sehr davon aus, dass sie uns verraten werden. Aber ich habe immer diese unmittelbare... Sorry. Ohne Rohstoffe werden die Barbaren ja auch nicht weit kommen. Auf den umliegenden Inseln gibt es verschüttete Rohstoffschächte. Wenn ich Brücken baue, sollten sie erreichbar werden. Dann können die Barbaren Minen errichten und werden in der Lage, sich selbst zu versorgen. Zum Glück hatte der Erfinder noch etwas Sprengstoff übrig, den er für die Sklavenjäger zusammen mischen musste. Die umliegenden Inseln mit Brücken verbinden. Er muss die Schächte freilegen. Wartet, bis die Barbaren die Minen errichtet haben. Okay. Baut eine Brücke hier. Ja. Ich hab getan, was ihr wolltet. Die fangen auch direkt an zu rekrutieren. Die zögern ja auch keine Millisekunde. Ihr arbeitet nicht sonderlich hart daran, meine Paranoia zu beschwichtigen, nicht wahr?
Das kann ich nicht. Nein. Dennoch vertraue ich meine Uhren an. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Enttäuscht mich nicht. Nichts lieber als... Da muss eine Uhr hin. Ein Fernglas. Kann liebend gerne nach hier hinkommen. Ja. Teleskop. Und eine Reiterstatue. Zwei von denen sind ein wunderbarer Eingang für diese Stadt. Sofort. Ist in Ordnung. Zahltag. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Zunderdosen bitte. Fertig, Meister. Sabotage fertig, bitte. Seid gesegnet. Nichts lieber als das. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Ja, nichts lieber als das. Ich meine, wen wollen die ja, anpöbeln, wenn ich uns... Neue Technologie erforschen. Na gut. Lassen. Hier vielleicht. Zahltag. Wahrscheinlich werden die Bewohner kein schönes Kanonenfutter für... In Ordnung. Nichts wenn es nötig lieber ist. Als das. Natürlich. Ist in Ordnung. Eure Siedler werden. Aber gesehen. Wird Kerberos wirklich derart hintergangen werden? Unvorstellbar. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend? Hier kann ich wohin. Aber wir haben die 300% erreicht. Natürlich. Wie ihr wollt. Ja, in Ordnung. Ja. Wie ihr wollt. Quicksave, trotz allem. Des Weiteren muss ich wahrscheinlich an diesem Punkt gleich eine Aufnahmepause anlegen. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Es ist Zahltag. Ja, ich tue mein Bestes. Ja, in Ordnung. Wie ihr wollt. Aber die nächste Aufnahme wird dann wahrscheinlich vergleichsweise kurz sein, weil wir dann fast fertig mit allem sind. So hohe Steuern habe ich mein Leben seit... Nun, ich habe keine großartige Wahl. Speichern wir mal. Überschreiben wir... Weiterhin diese Spielstände. Nichts weg damit. So, und dann legen wir ein kleines Päuschen hier ein. Bisher auf jeden Fall eine sehr hübsche Map. Sehr entspannt bisher und durchaus interessant. So, alle Gebäude. Bauernhöfe. Wohnhäuser. Arbeitsplätze. 155 Soldaten hatten wir zur Höchstzeit. Dann sind wir die Lebadiere wieder losgeworden. Jetzt sind wir bei 132. Wir müssen unsere Schützen noch aufwerten. Diese Berittenen. 300% Motivation, 20 Leibeigene, Arbeiter. Das sind die Taler ganz schön schnell ausgegangen. Zerstörte Gebäude, 36, keins verloren. 781 Leute erledigt und 163 verloren. Hier ist der Zwischenpunktestand. Und das, liebe Gemeinde, war die erste Aufnahme von wahrscheinlich zwei für diese Karte. Wir sehen uns am nächsten wieder, wenn wir herausfinden, wie sich Kerberos Liebesbestreben entwickeln wird. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Cheerio!